Energiesparen steht seit einiger Zeit direkt ganz oben auf der Liste der Relevanzen, um die globale Erderwärmung zu stoppen. Natürlich für viele auch, um den Geldbeutel zu schonen. Das kann man zum Beispiel ganz speziell im Sektor Energie und Strom mit einer Photovoltaikanlage. Hier muss man natürlich auch dazu sagen, das ist erstmal ein Invest, so eine Photovoltaikanlage. Wenn ihr genau sehen wollt, wie das funktioniert, wie das gemacht wird, dann guckt euch mal das Video an, denn das, was ich euch hier präsentiere, ist eine wesentlich simplere Lösung für all diejenigen, die zum Beispiel sagen, nein, das ist es mir nicht wert, ich möchte nicht abwarten, bis sich das amortisiert, oder ich habe zum Beispiel kein Wohneigentum, wo ich das installieren könnte, oder ich habe Wohneigentum, aber das Dach ist einfach denkbar falsch ausgerichtet dafür. Dafür habe ich nämlich was Cooles für euch, nämlich das Thema Balkonkraftwerk. Das ist eine super Alternative oder gar Ergänzung zu einer Photovoltaikanlage, wie ich das jetzt auch machen werde. Ich habe eine Photovoltaikanlage, werde aber jetzt auch ein Balkonkraftwerk installieren. Vor einiger Zeit, also vor ein paar Wochen, ist nämlich Anker auf mich zugekommen und Anker macht gerade eine Kampagne mit ihrem Balkonkraftwerkpaket und die haben gefragt, hey, möchtest du das präsentieren? Und ihr wisst, bei mir geht das erstmal durch den Themen-TÜV und ich überlege, okay, passt das überhaupt zu meiner Zuschauerschaft? Ja oder nein? Es sind schon viele Dinge dieses Jahr auf dem Tisch gelandet, geschafft, hat es aber nur das Thema Elektroautoreifen, was ich ja gemacht habe, das Video, und jetzt das Thema Balkonkraftwerk sozusagen zum Jahresabschluss. Denn ich denke, das interessiert euch schon, dieses Thema, um zu zeigen, wie viel einfacher ist das Ganze, weil wir das zu zweit mit Francesco zum Beispiel installiert haben und nicht eine Firma das gemacht hat, so wie hier. Das ist ja super kompliziert. Das kannst du nicht einfach mal schnell machen. Wir haben das zu zweit gerade auf dem Garagendach gemacht. Wie lange dauert das Ganze also? Was muss man dazu wissen und können? Wie schaut es aus mit der Garantie? Wie schaut es aus mit dem Effekt letzten Endes eines Balkonkraftwerkes? Weil du hast natürlich nicht so viele Panels wie bei einer Photovoltaikanlage. Also lohnt sich das für euch? Welchen monetären Vorteil könnt ihr euch dadurch erhoffen? Und wie schaut es eigentlich aus mit der ergänzenden Batterie dazu? Nämlich auch von Anker, die sogenannte Solar Bank 1600E. Das ist ein kleiner Elektrospeicher sozusagen, wo du die gewonnene Energie auch wieder speichern kannst. Anker sollte euch ja eigentlich ein Begriff sein, denke ich mal. Wir nutzen das seit Jahren als Powerbanks, um das Equipment unterwegs zu laden. GoPro, Kamera und Co. Und da setze ich tatsächlich schon seit Jahren auf Anker. Ich wusste gar nicht, dass sie Balkonkraftwerke bauen, aber genau deswegen machen sie auch die Marketingkampagne, weil wenn ich es nicht wusste, dann wusste sie es wahrscheinlich auch nicht unbedingt. Und keine Ahnung, kleine Lautsprecherbox, Bluetooth für innen. Meine Frau, die das nutzt, um die Kinder zu bespaßen, auch von Anker. Also das ist schon auf jeden Fall eine Qualitätsmarke. Deswegen habe ich mich auch entschieden, ja, dieses Video zu machen. Einerseits, um darüber aufzuklären, andererseits, weil es halt eben ein qualitativ hochwertiges Produkt ist. Wie ihr hier sehen könnt, ist dieser Balkon zum Beispiel ein Balkon, wo man ein Balkonkraftwerk hinhängen könnte. Der Vorteil nämlich beim Balkonkraftwerk, du bist nicht limitiert aufs Dach, sondern du kannst das zum Beispiel hinhängen oder aber auch hinstellen. Jetzt ist es so, auf diesem Balkon, wo wir Ankleidezimmer und Zimmer meiner Tochter haben und auch das Zimmer der Zwillinge dran mündet, das da seitlich, könnte man es hinhängen. Aber das bringt leider nichts, weil wir hier keinen Strom haben. Könnte man machen, ja, indem man was bohren lässt, aber muss ja nicht sein, denn glücklicherweise habe ich noch das Garagendach von der breiten Doppelgarage und da haben wir wiederum Strom. Und das ist nämlich auch genau der Ort bei mir hier zu Hause, wo ich schon immer gesagt habe, schön, dass wir hier diese Photovoltaikanlage haben mit 7,9 kW Peak, aber von morgens im Sommer, wenn die Sonne direkt scheint, bis mittags kriegen wir nichts ab, weil die Sonne so gegen 13 Uhr im Sommer da steht und genau dann hier drauf knallt. Aber alles, was davor passiert, verschenke ich, weil ich ja in die Richtung nichts habe. Jetzt schon, nämlich mit dem Balkonkraftwerk. Was bringt das aber? Genau das möchte ich thematisieren. Wir haben die ganze Installation im Zeitraffer für euch begleitet, damit ihr mal sehen könnt, was das so bedeutet, wie schnell das geht. Habe ich ja schon gesagt, wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Hier könntest du es zum Beispiel nicht hinstellen, weil dafür ist der Balkon zu schmal, aber hinhängen. Auf der anderen Seite kannst du es hängen, stellen, wie du gerade lustig bist. Das werdet ihr gerade sehen. Und ihr könnt dann natürlich in den Kommentaren unten mitschreiben, weil viele von euch nutzen vielleicht schon seit Jahren ein Balkonkraftwerk und viele von euch haben auch sehr viel Ahnung von der Materie und euer Zutun ist sehr, sehr wertvoll für Menschen, die hier landen und sich über etwas informieren wollen. Was können sie auch über euch in den Kommentaren tun? Also kommentiert fleißig mit. Wir gehen jetzt über in den Installationsvorgang dieses Ganzen. Auspacken, aufbauen und so weiter und so fort. Und da werde ich euch jetzt mal durchbegleiten mit den ganzen Key Facts, die das Ganze ausmacht. Wie zum Beispiel, kann ich das im Regen stehen lassen? Wie viel Garantie habe ich? Wie viel Ladezyklen von dieser Solar Bank? Ist also ziemlich interessant. Dranbleiben lohnt sich.
Achtung, bevor es jetzt losgeht mit dem Ganzen, es gibt eine tolle Rabattaktion aktuell für dieses ganze Anchor-Bundle. Und zwar 700 Euro Rabatt auf das Ganze. Schaut einfach mal rein, ich habe es euch unten verlinkt. Da seht ihr nämlich einerseits, wie lange das Ganze geht und andererseits, was ihr dann im Unterschied sozusagen zahlt zum normalen Preis. Und weiter hinten im Video werde ich euch erzählen, welchen Unterschied es dann macht beim Amortisieren, wenn ihr das mit der Rabattaktion nutzt und wie es ist, wenn ihr das Ganze ohne Rabatt kauft. So, gleich kommen wir zu dem Wie, Wo, Was, Warum, technische Daten, dann natürlich auch das, was euch so ein Balkonkraftwerk finanziell hilft. Vorher zunächst einmal die Installation. Geht super easy, wir haben 1 Stunde 22 Minuten gebraucht, geht auch schneller, wenn man talentierter ist und wenn man sich nicht verbaut, so wie wir das gemacht haben. Und wir haben die Zeit gestoppt von Anbeginn, also von Auspacken bis komplett aufgebaut. Dieses Paket beinhaltet in diesem Bundle, weil wir ja den Stromspeicher dazu haben, zweimal diese Solarpaneele, dann natürlich noch einen Mikrowechselrichter, den man innen dran schraubt, dieses ganze Gestänge, um dann das Ganze aufzustellen. Ihr könnt euch entscheiden, in welchem Winkel. Ich habe mich für 35 Grad entschieden und die Anchor Solix Solar Bank. Das ist unser Stromspeicher, der in diesem Bundle das Ganze noch sinnvoller macht in seiner Nutzung. Nicht zu vergessen natürlich noch die ganzen Kabel, um alles miteinander zu verbinden. Fertig. Warum also so ein Balkonkraftwerk? Zunächst einmal steigert ihr die Leistungseffizienz. Ihr könnt so zum Beispiel Strompreisschwankungen vermeiden und zu einem gewissen Prozentsatz euren Energiebedarf decken, vor allem im Standby. Dadurch natürlich Kosteneinsparungen. Wie viel und was da Anchor behauptet und wie realistisch das ist, dazu kommen wir auch gleich. Eine sehr einfache Installation, gehört hier auch dazu, kann ich bestätigen, ist wirklich sehr einfach. Es braucht nur zwei Leute, keiner von denen muss Elektriker sein, keiner verhebt sich, nichts ist irgendwie ultra schwer. Lediglich die Solar Bank wiegt halt ein bisschen was aufgrund ihrer Kapazität, so 20 bis 25 Kilo, ist aber nicht so, dass man die jetzt als erwachsener Mann nicht heben kann, hat eine tolle Anmutung, fühlt sich wirklich sehr gut an, wie halt Anchor-Produkte so allgemein, die Powerbanks und alles, was ich halt von Anchor bisher schon genutzt habe. Also das ist wirklich kein Billo-Produkt, das ist definitiv ein ja, Premium-Produkt von der Haptik her. Man hat halt die Anschlüsse dran, man wüsste wahrscheinlich gar nicht als Laie, was das überhaupt ist, aber es verschandelt definitiv nicht deinen Balkon. Gleich zu der Rechnung vorher, zu den technischen Details von alledem. Also, die Solarbank hat eine Lebensdauer, also dieser Stromspeicher von bis zu 15 Jahren und eine Garantie von 10 Jahren. Das ist ein Lithium-Eisenphosphat-Akku, der einen Pufferspeicher von 10% hat. Das heißt, ihr könnt 90% davon nutzen. Er hat 1,6 Kilowattstunden, also 1,4 Kilowattstunden könnt ihr dann eigentlich nutzen. Deswegen heißt das ja auch Anchor Solix Solar Bank 1600E, weil es 1600 Wattstunden hat. Die Panel, also diese PV-Panel, haben eine Leistungsgarantie von bis zu 30 Jahren mit einem Wert von größer gleich 88,8% der Leistung und bietet eine Garantie von 15 Jahren. Dieser Lithium-Eisenphosphat-Akku bietet 6000 Ladezyklen. Das ist ja schon mal echt ordentlich. Des Weiteren ist das Balkonkraftwerk zudem natürlich wasser- und auch staubabweisend nach den IP65 und 68 Standards. Ihr könnt dann nachlesen, was das genau bedeutet. Muss es aber auch sein, weil du kannst ja nicht alles wieder nach drinnen bringen, wenn es anfängt zu regnen. Außerdem spricht natürlich auch die sehr, sehr gute App für das Ganze, denn ich habe eine Photovoltaikanlage und die App von diesem Balkonkraftwerk ist wirklich sehr detailliert, sehr innovativ, einfach zu verstehen und nachvollziehbar. Diese Solarbank bietet 800 Watt, bis zu 800 Watt. Du kannst das in der App einstellen, dazu auch gleich mehr. Die zwei Paneele, die bieten pro Panel 445 Watt, also so zusammen in diesem Bundle 890 Watt. Also quasi 0,8 Kilowattstunden, die ihr darüber gewinnen könnt. Allerdings gibt es hier einen Wert, das ist der Eigenverbrauchswert. Eine Balkonkraftanlage hat hierbei einen Eigenverbrauchswert von ungefähr 40%. Das heißt, die schaffen so viel Energie, dass ihr 40% davon verbrauchen könnt. Je höher dieser Wert, desto besser. So schafft ihr mit diesem Anchor-Balkonkraftwerk in Verbindung mit diesem Speicher bis 90%, weil natürlich vieles, was ihr nicht verbraucht, gespeichert wird. Nämlich eben ungefähr 1,4 Kilowattstunden. Wir kommen aber gleich dazu, ob das realistisch ist. Kommen wir zunächst einmal zur Kostenrechnung, die da Anchor in die Runde wirft. Anchor kommuniziert 9.612 Euro. Das klingt natürlich erstmal viel zu
Surrealistisch. Die rechnen das aber auf 30 Jahre. Wenn man das von den 30 Jahren runterrechnet, keine Angst, die leiten euch nicht mit den 30 Jahren fehl, dann kommt man raus bei 320 Euro im Jahr, was eigentlich 801 Kilowattstunden im Jahr entspricht, was diese Anlage angeblich erzeugen kann. Wenn man das auf einen Tag runterbricht, sind das 2,2 Kilowattstunden. Das ist absolut realistisch, Leute. Übrigens, für alle, die sich entscheiden, diesen Speicher nicht dazu zu nehmen, sondern nur diese Panels, da gibt Anker dann eine Ersparnis über 30 Jahre von 4.272 Euro an. Also tatsächlich weniger als die Hälfte dessen, was man mit dem Akku spart. Hier wären wir halt eben bei diesem Eigenverbrauchsthema von bis zu 90 zu eben nur 40% ohne Speicher. Ja, wenn die Sonne mal überhaupt nicht scheint oder wenn zum Beispiel totales Regenwetter ist, dann erzeugt man halt keinen Strom, aber an sehr sonnigen Tagen im Sommer, wenn ihr diese Dinger richtig ausrichtet, könnt ihr bis zu 4,8 Kilowattstunden an einem Tag generieren. Und das sagt nicht Anker, sondern das ist tatsächlich die Durchschnittsangabe von einem Balkonkraftwerk dieser Leistung. Heißt also 0,8 Kilowattstunden in der Stunde, das multipliziert mit 6 Stunden, die Sonne drauf scheint, da kommt ihr bei 4,8 Kilowattstunden eben raus. Das ist doch schon gar nicht mal so schlecht. Wir haben ja von meiner Photovoltaikanlage Zahlen, an denen wir uns stützen können, was nämlich an einem nicht sonnigen Tag so generiert wird. Dazu, wie gesagt, gleich mehr. Wir kommen jetzt einmal zur App. Hier seht ihr die Anmutung der App. Die ist schon mal sehr schick. Dann sehen wir hier oben, wie viel eigentlich noch im Akku drin ist. Bei mir sind es 59% am Anfang gewesen. Ich hatte aber die Solarbank am Abend angeschlossen, also sie hatte gar keine Möglichkeit, über Sonne geladen zu werden und gibt 140 Watt Strom ins Hausnetz rein. Aktuell, jetzt gerade, das war um kurz nach 9. Dann gibt es hier tolle Einstellungen, mal abgesehen von der Bilanz, die ihr hier seht, CO2-Einsparung, all das, das kann ich jetzt natürlich noch nicht sehen, weil ich es gerade erst installiert habe. Aber ihr könnt zum Beispiel entscheiden, ob ihr gerade in den Speicher rein generieren wollt oder ob ihr aus dem Speicher rausziehen möchtet. Das ist auch sehr cool. Des Weiteren geht ihr einfach drauf auf die Einstellungen, wenn ihr möchtet, und könnt dann Folgendes entscheiden. Hier seht ihr den Verbrauchsplan. Hier könnt ihr eine Start- und eine Endzeit einstellen. Zum Beispiel dafür, wann ihr eigentlich Strom aus dieser Anker Solarbank zieht und wann nicht. Hier seht ihr die Ausgabeleistung 200 Watt. Das könnt ihr einstellen auf bis zu 800, seit dem 1. Oktober, vorher ging nur 600 Watt. Aber wenn ihr das macht, dann kriegt ihr diese Meldung. Das heißt, eigentlich sollte man die 600 Watt aufgrund lokaler Richtlinien nicht überschreiten. Das obliegt dann einfach eurer Entscheidung, wie ihr das machen möchtet. Wenn ihr diese sehr innovative App eingestellt habt, das geht wirklich sauschnell, anmelden, kurz mit dem WLAN verbinden, in der Nähe dieser Solarbank sein und dann hat es sich komplett verbunden, ihr müsst nichts mehr machen, dann stellt ihr das so ein, dass ihr am besten nachts aus eurem Akku zieht. Das ist jetzt meine Empfehlung. Sagt in den Kommentaren, wenn ihr das anders macht. Warum? Wenn ihr da 1,4 Kilowattstunden drin habt, dann ist es folgendermaßen. Ihr seht hier zum Beispiel meine App von meiner Photovoltaikanlage. Hier sieht man ja ganz genau, wie unser Standby ist. Und das um kurz nach 9, da lief zum Beispiel noch Musik für die Jungs zum Einschlafen. Aber kein Fernseher, keine Waschmaschine, gar nichts. Wir haben einen Standby von 367 Watt. Das ist sehr wenig für ein Haus dieser Größe, denn wir haben knapp 400 Quadratmeter nutzbare Wohnfläche. Wenn ihr jetzt natürlich eine Wohnung habt mit 90 Quadratmetern, ist euer Standby natürlich wesentlich geringer. Das heißt, ihr könnt von der gleichen Balkonkraftanlage wesentlich länger zehren, als wir es können, denn wir verbrauchen ja fast 400 Watt, während ihr bei vielleicht, keine Ahnung, 120 seid. Das heißt, pro Stunde 120 Watt, 1,4 Kilowattstunden habt ihr aber in eurem Speicher drin. Ja, das heißt, ihr könnt viele, viele, viele Stunden, wahrscheinlich die ganze Nacht, euren Standby mit dieser Anker Solarbank decken. Wir könnten das zum Beispiel so knappe 4 Stunden lang mit unserem Standby. In unserer App seht ihr aber auch, dass unsere heutige erzeugte Energie bei 1,73 Kilowattstunden liegt, weil die Sonne einfach nicht da war. Was bedeutet das? Ja, das hätte auch dieses Balkonkraftwerk geschafft. Ohne Probleme sogar. Denn diese Energie wurde ja auf jeden Fall erzeugt und das schafft ein Balkonkraftwerk dieser Größe allemal. Das heißt, an solchen Tagen hättet ihr dann halt einfach alles reingespeichert in den Speicher und könntet eure ganze Nacht mit Standby überbrücken, also euren Standby nachts überbrücken und das, ohne dass eigentlich die Sonne da war. Hier muss man natürlich wissen, je höher euer Strompreis, desto schneller amortisiert sich natürlich diese Anlage auch. Ich zahle 28 Cent die Kilowattstunde, ich kenne aber auch einige, die 35 oder 40 Cent die Kilowattstunde zahlen.
Letzten Endes kann man sagen, dass dieses Balkonkraftwerk in diesem Bundle, also mit dem Speicher, mit den zwei Panels, so was es aktuell kostet, ohne jetzt irgendwelche Preisschwankungen in zwei Wochen, zwei Monaten zu beachten, also das, was es jetzt kostet, mit dieser Bilanz, die vollkommen realistisch gesehen ist von Enka, in 7 Jahren amortisiert ist. Also hier geht es primär nicht darum, reich zu werden über Sonnenenergie, sondern darum, natürlich so wenig wie möglich aus dem örtlichen Stromnetz zu ziehen und so viel wie möglich komplett grünen Strom direkt aus der Sonne zu gewinnen. Und das ist natürlich der Umweltaspekt, der hier ganz weit oben an allererster Stelle steht. Und dann natürlich auch der monetäre, denn dass ihr Geld spart, das steht fest. Aber man muss halt ein bisschen Geduld haben. Also ihr seht, wofür ein Balkonkraftwerk gut ist. Rein von der Rechnung her. Es ist nicht dafür da, dass ihr diverse Elektroautos ansteckt. Ja, nicht mal mit der Photovoltaikanlage, letzten Endes erst recht nicht mit dem Balkonkraftwerk, weil selbst eine 7,9 kW Peak-Photovoltaikanlage reicht nicht dafür aus, dass dein Auto zum Beispiel jetzt vollballerst. Klar, im Sommer macht das natürlich Sinn, logischerweise rein rechnerisch, weil unsere zum Beispiel an einem Tag im Sommer gut und gerne mal zwischen 27 und 30 Kilowattstunden erzeugt. Das ist nicht schlecht. Wir verbrauchen aber ungefähr 22 Kilowattstunden am Tag als fünfköpfiger Haushalt in diesem Haus. Das heißt, ihr seht schon die Relationen. Wenn man jetzt so ein Balkonkraftwerk auf diesem Garagendach platziert, wie wir das ja gemacht haben, also da, wo ihr die Weihnachtsbeleuchtung seht, dann haben wir rein effektiv im Sommer, sagen wir mal so, ja, 2 bis 3 Stunden die Sonne, die da drauf scheint. Irgendwann geht sie ums Haus herum und scheint aufs Dach und nicht mehr auf die Panels. Natürlich kann man mit so einem Balkonkraftwerk, das ist natürlich wieder der Vorteil, das Ganze immer wieder ausrichten und sagen, hey Moment, jetzt scheint mir doch die Sonne wieder die ganze Zeit von der Seite, dann kannst du natürlich auf dein Dachterrasse oder auf dein Garagendach gehen, die Dinger umdrehen und dann so, ne, wie du das machst, wenn du dich in die Sonne legst. Das ist ein großer Vorteil, kannst du machen. Wenn du das nicht machst, was ich jetzt hier nicht machen werde, dann scheint hier die Sonne von, sagen wir mal, 9 Uhr bis 11.30 Uhr drauf, 2, 2,5 Stunden. Und das wird mir, denke ich mal, so vielleicht 2,4 Kilowattstunden an Energie bringen. Ich habe ja die Enka Solar Bank, die ja auch zwischenspeichern kann. Das ist jetzt, wie gesagt, nicht um das Auto zu laden und Co., aber es ist halt dafür da, dass ihr zu Hause eure Stromkosten senkt. Wie ihr sie senkt, darüber kann man jetzt natürlich, obwohl ich euch beispielhaft Summen genannt habe, so konkret nicht sagen, denn das kommt natürlich ganz darauf an, wo euer Balkon oder euer Garagendach steht und wie lange da die Sonne drauf scheint. Das könnt ihr ja selber ausrechnen. Diese Module haben 445 Watt pro Modul, zusammengenommen 890 Watt. Und dann muss man natürlich diese 90% rechnen, die man wirklich rauskriegt von dem, was es erzeugt, und dann mit eurem Strompreis natürlich auch multiplizieren. Allein das ist schon eine unkalkulierbare Variable, denn ich zahle hier 28 Cent die Kilowattstunde, was für München eigentlich ein sehr niedriger Preis ist. Im Durchschnitt zahlt man ja schon so, denke ich, 35. Ja. Am Anfang des Jahres habe ich zum Beispiel 61 Cent die Kilowattstunde gezahlt. Also ihr multipliziert einfach das, was ihr am Tag rauskriegt aus so einer Enka Solix Balkonkraftanlage, müsst es dann halt dann multiplizieren und dann seht ihr über das Jahr hinweg, was ihr sparen könnt. Das ist wirklich, wie gesagt, sehr, sehr individuell. Ich finde es gut, dass sie hier halt eben mit einem Lithium-Eisenphosphat-Akku arbeiten, um da auch die Ladezyklen zu erhöhen, weil so habt ihr natürlich viel mehr davon. Letzten Endes, wir wissen ja um die Vorteile eines Lithium-Eisenphosphat-Akkus und so kann ich euch, wie gesagt, nochmal dazu einladen, dass ihr unten in den Kommentaren fleißig mitkommentiert, eure Erfahrung auch dazu sagt. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, vor allem, dass ihr dazu schreibt, hey, ich habe ein Balkonkraftwerk. Meistens sind es nicht mehr als 2 Panel, weil die nehmen ja schon Platz weg. Also ich glaube kaum, dass euer Balkon so groß ist, dass ihr da irgendwie 4, 5 hinballert. Aber selbst wenn, schreibt es in die Kommentare und sagt, was ihr im Jahr damit spart, was ihr investiert habt, wie lange es dauert, bis es wieder rauskommt, als monetäre Investition, weil es hilft vielen Menschen sehr, die sich über sowas Gedanken machen. Wie gesagt, dafür sehr gut, um einfach über das Jahr gesehen und vor allem über die Jahre gesehen, Geld zu sparen, Strom zu sparen und das Ganze einfach nicht herzuschenken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, Enka, für das Vertrauen in meinen Kanal, das so zu präsentieren. Ich finde es ganz cool, weil wir jetzt auch da die Sonne auf dieser Dachterrasse mitnehmen können, die wir aktuell gar nicht nutzen, weil einmal ist es das Schlafzimmer und andererseits das Zimmer der Jungs, die ja sowieso noch nicht raus dürfen, weil wir Angst haben, dass sie Steine nach unten werfen oder sich selber nach unten werfen. Das heißt, ungenutzte Fläche jetzt aber nicht mehr, weil da ja jetzt diese Enka Solix, dieses Balkonkraftwerk inklusive des Akkus steht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich wünsche euch einen schönen Jahresabschluss. Kommt zur Ruhe, besinnliche Feiertage und wenn ihr das nachher schaut, frohes neues Jahr.